Hier drücken. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Warum kann ich dir beim Test nicht helfen? Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Okay, das heißt, die haben irgendeine Programmierung drin, die ihnen verbietet, mir beim Test zu helfen. Was ist denn das für ein Gammel? So, ich muss hier wohl einen Traktorstrahl setzen. So, damit der Würfel da nicht irgendwie, nicht irgendwie Scheiße baut. Psiu! Raus hier, bitte. Danke. Geht doch! Und wo muss... Ah, okay. Okay. Da ist der Schalter. Oh, ja. Yeah. Gut gemacht. Danke. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast doch die... Die Falle stecken tief im Dreck und starben wohl gleich. Aber das war Alter. Der Humor ist göttlich. Und jetzt mit GLaDOS im Pack, Alter. Nee, aber... So unsympathisch ist sie mir gar nicht, wenn sie nicht in diesem in dieser Maschine steckt, wo sie den Testdrang hat. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorteil. Ah, das ist gut. Da steht eine 5. Ich komme noch nicht anfangen. Das sind 5 Striche. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Oh. Da kommt der zweite Teil des Tests angesegelt. What? So wie eine Erinnerung. Und los geht's. Sei ehrlich, what? Man merkt es gar nicht, oder? What? Ich meine... What? Okay, lass mich mal hier rüber. Lass mich mal hier rüber. Gut. Den da muss ich irgendwie, irgendwie da reinbekommen. So, komm mal her zu mir, bitte. Danke. Und, was ist, wenn ich dagegen hüpfe? Dann sterbe ich. Da haut's mich dagegen. Das heißt, ich kann im Endeffekt das hier machen. Während ich da reinhüpfe. Jo, das passt. Okay, du, hier hinter. Das war dumm. Das war einfach nur dumm. Wo ist mein Timing denn geblieben? Nochmal. Wheatley Laboratories! Woo! So, nee, das Vieh hatten wir noch nicht bekommen. Her damit, bitte. Komm schon. Danke sehr. Und... Moins! Schau mich nicht so an. Block. Und dann machen wir da einen hin. Beziehungsweise da. Hüpfen drauf. Da beginnt eine komische Musik. Und nun, sobald wir hier sind... eigentlich will ich in die andere Richtung. Ja, ich will definitiv in die andere Richtung. Wie machen wir das dann? Der tut uns immer vom Portal wegdrücken, quasi. Sobald ich da ein Portal einsetze, ist das Ding weg. Ich muss also im Endeffekt den Traktorstrahl machen, der mich dahin führt. Und dann da einfach ein blaues Portal hinsetzen. Oder? Dann kann ich das nicht auch einfach anders machen, irgendwie. Ich versuche mal was anderes. Ich versuche das Ganze jetzt einfach mal, auf diese andere Methode. Traktorstall brauchen wir auf jeden Fall, das ist mir klar. So, du, ich teste jetzt einfach mal mit diesem Vieh. Das bringt mir jetzt aber rein gar nichts.
Moment, wenn ich das hier einfach durchgehen lasse. Oh, okay. Ja, ich glaube, ich verstehe. Da oben kann das Vieh vielleicht durch. Okay. Dann. Gib mal her, das Teil. Ich versuche mal hier so ein Ding zu machen. Ist hier irgendwas? Okay, das geht nicht. So. Dann, was war das gerade für ein Lag? Und zack. Rein da. Prima, das müsste ich jetzt nur noch mit mir machen. Auf diese Art. Mal einen neuen her. Ich glaube fast, dass wir da drin trotzdem nichts lösen können, aber egal. Versuch es ist wert. Ich weiß nämlich gerade überhaupt nicht, wie ich diesen Test lösen kann. Verdammt. Die werden echt kompliziert mit der Zeit. Und zwar kompliziert im Sinne von kompliziert. Wenn ich hier hinten bin, kann ich mich quasi nur noch mit dem da unten wieder zurückbefreien. Okay. Aber wie kommen wir da raus? Wenn ich da einen hinsetze, dann kann ich im letzten Moment... Ich komme nicht in entgegengesetzter Richtung durch diese Strahlen durch. Das ist das Problem. Gib mal her hier. So, okay. Im richtigen Moment den hier setzen. Dann im richtigen Moment den hier setzen. Und hier an der Wand kann uns auch nichts mehr helfen, okay. Gut, damit wäre dieses Problem ebenfalls unlösbar. Wir müssen irgendwie durch ein Portal nach da hinten zurückkommen. Beziehungsweise... Nein, nicht durch die Gegend toppeln. Das bringt uns auch nix. Das bringt uns alles nix. Wir uns da nach oben befördern. Einfach mal als Test. Wenn ich jetzt hier, hier einen habe, dann kann ich da einen hinsetzen, ein Portal. Beziehungsweise, warte mal. Wir haben hier, dann warte mal, ich mache hier wieder das Blaue hin. Mit dem Rechtsklick tue ich dann hier einen Traktorstrahl. Hallo. So. Dann mache ich da einen hin, dann fliegen wir wieder zurück. Das heißt, ich kann die Richtung immer wieder ändern. Aber das bringt uns trotzdem nicht weiter. Und wenn ich da einen Richtungsänderung da oben können wir auch nichts mit anstellen. Ich habe hier hinten so ein gammliges Viech und wahrscheinlich ist die Lösung stinkeinfach oder richtig einfach und ich komme einfach nicht auch drauf. Kann ich da nicht gegen anschwimmen? Nee, kann ich nicht. Ich komme da nicht gegen an, gegen den Schub. Was passiert, wenn man da dagegen... Nee. Da passiert nix. Man wird einfach da dagegen geschossen und fällt danach nach unten. Ich kann mich auf die Art quasi nur auf diese Höhe begeben. Wenn ich mich auf diese Höhe begebe, kann ich... Was kann ich denn da machen? Verdammt. Ich weiß es nicht. Wir haben hier hinten keine Portale, mit der wir uns diesen Traktorstrahl in rückwärtiger Richtung zunutze machen können. Wir haben nur diese Wände an der Seite, die uns ebenfalls nichts bringen. Wir können das Portal nicht dahin setzen, denn wenn wir das Portal... Wenn wir das Portal dahin setzen, dann... verschwindet entweder der Traktorstrahl oder er geht einfach in entgegengesetzte Richtung. Ich versuche das jetzt einfach mal,
mir so anzuschauen und fliege immer hin und her mit dem Ding. Ist mir jetzt egal. Ich probiere das jetzt aus. Da drin ist auch nichts, was wir machen könnten. So. Jetzt kann ich mich aber nach oben bewegen, kann das sein? Ja, so ein klein bisschen, ne? Und bringt tut uns das jetzt trotzdem... Ja, wir können da... Ey, habe ich schon mal erwähnt, dass ich ein extrem kluges Wesen bin? Wir können einfach... hinauslaufen! Ah! Wie viel Zeit wir dafür verschwendet haben. Ich glaube, das kommt in Zeitraffer. Das mache ich echt in Zeitraffer. Das geht ja mal gar nicht. So, brauchen den Schalter da oben. Dafür muss das Vieh da oben hin. Und damit das Vieh da oben rein kann, ist wirklich das Einzige in der Umgebung. Egal. So. Und so. Und das war dumm. So, ich muss das hier benutzen. Sobald es hoch genug ist, benutze ich den hier. Und direkt danach den hier. Perfekt, passt doch. Die Tür ist offen. Und ich, intelligentes Wesen, muss das natürlich von oben machen. Okay, nochmal. Dahin. Dahin. Nun. Dahin. Und danke. Oh, nun geht's los. Oh, wie enttäuschend. Enttäuschend? Oh nein, das passiert schneller als gedacht. Was? Das wird schon alles werden. Das wird schon alles werden. Ich will ja jetzt nichts sagen, aber Aperture Laboratories. Mit Wheatley! Mit Wheatley, Wheatley, Wheatley! Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Du suchst nach einem Ausweg, okay. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Ahmed. Deine Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein... Doch, bist du. Mach schon. Mach einfach den Test. Okay. So. Naja. Blöder Turm. So, Turm. Tja, Pech gehabt, Turm. Da kann, unten kannst du nichts mehr machen hier. Du, Noob-Turm. Oh. So ändert man also die Richtung. Und auf die Art komme ich jetzt hier hin. Perfekt. Allerdings muss ich dafür nach oben. Das heißt...